Hallo Leute, herzlich willkommen zu GPL Season 8, Spieltag Nummer 13. Unglückszahl auch, schlecht. Wir spielen gegen den guten Belly und seinem Team Igalima im Podium. Fragt mich nicht, was das für ein Anfang war. Ich habe das Team Building gerade eben schon einmal für eine halbe Stunde aufgenommen, zu viel geändert und deshalb nehme ich es jetzt nochmal neu auf. Geil, oder? Und ich habe echt wenig Zeit die Woche. Ja, wir spielen auf jeden Fall gegen Belly mit seinem Team Igalima Empoleon, welches besteht aus einem Durengar, Zapdos, Lamus, Nidoking, Viscogon, Gardevoir, Araquanid, Passimian, Aerodactyl, Alolas Nobilikat und Stardos. Ein Team, das auf jeden Fall sehr viele Veränderungen durchgemacht hat, sozusagen durch den Wechsel, und sehr viel besser wurde, meiner Meinung nach. Also, ich muss sagen, gerade Viscogon finde ich mega geil. Ich wollte den eigentlich auch haben, weil ich finde, das ist ein unfassbar geiler, spezieller Sponge. Hat den Belly. Bin froh, dass Prezzy ihn nicht bekommen hat. Wobei Tyrantrum auch nervig war. Egal! Araquanid auch sehr nervig, weil ich mich dadurch auf Sticky Webs vorbereiten muss. Ich hasse es, dass ich gefühlt alle 12 Draft-Leute, mit 12 meine ich 8 und mit 8 meine ich 3, mit Sticky Webs oder sich Sticky Webs gefühlt ins Team geholt haben. Es geht mir echt ein bisschen auf die Nerven. Alolas Nobilikat ist ansonsten noch ein sehr nerviger Geselle, weil der sehr schnell ist. Und nicht Aerodactyl heißt, weil Aerodactyl ist meiner Meinung nach echt ass gegen mein Team. Und ansonsten ist noch Stalos dabei, ist auch sehr nervig. Was fällt uns auf? Das Team hat sich irgendwie sehr stark in ein Anti-Tapu-Koko-Team entwickelt. Da ist jetzt ein Stalos drin, da ist ein Nidoking drin und da ist ein Spidef Zapdos potenziell drin. Ansonsten ist da auch noch Eggieslash und ein Gudra, welches auch noch potenziell mein Dazzling-Gleam unfassbar gut sponcht. Also, Spoiler, ich werde Tapu-Koko nicht mitnehmen, auch wenn der trotz allem nicht mal so scheiße aussieht, weil ein Nature's Madness Taunt-Set immer noch cool aussieht. Aber hey, was will man machen? Welche Monster sind denn die, die ich erwarte? Ich sag, Gudra kommt auf jeden Fall in Kombination mit Stalos oder Nidoking. Einer von den beiden kommt auf jeden Fall in Kombination mit Slowbro oder Araquanid oder Durengard. Durengard hier mit Erbelun als Switch-in für, I guess, Mamo. Und Zapdos. Das ist so der defensive Core, der quasi in meine Offensive ganz gut reinswitcht, hätte ich gesagt. Alolas Nobilikat wäre ansonsten das Mon, was dann auf jeden Fall das Potenzial hat, meinen Gengar zu revengen, deshalb sehe ich den auf jeden Fall noch. Und ansonsten, Gardevoir ist halt wieder unfassbar nervig. Ich sehe wieder die Gardevoir-Passimian-Kombination offensiv gesehen gegen mich. Nidoking böllert natürlich trotzdem immer noch ganz gut rein. Auch wenn ich den nicht so stark immer noch finde, weil ich halt zwei gute, sehr gute Prios sogar gegen den habe, aber beim letzten Mal hat er auch mehr gemacht. Wobei ich beim letzten Mal auch die Openings für Nidoking vor allem zugelassen habe durch mein Tapu Koko. Also ich denke auch, dass das ein großer Fehler im letzten Kampf war, dass ich mit Tapu Koko Nidoking richtig, richtig, richtig viele Openings da gelassen habe. Und das ist halt ein bisschen eine nervige Sache gewesen. Ansonsten, so Monster, die potenziell noch kommen können, wäre Araquanid wegen Webs. Und mit Liquidation Leech Life macht er ja auch sehr guten Damage gegen mein ganzes Team. Allerdings kriegt Araquanid auch derbe aufs Maul von meinem ganzen Team, muss ich sagen. Also, ich glaube, es gibt keinen Mon, den ich nicht echt, also mit dem ich nicht echt gut das Teil teilweise treffen kann. Steinkante, Donnerblitz, Flugattacke, Knockoff von Haus aus einfach stark auf Crawdown. Also ja, der könnte halt gegen Yuxi und gegen Alola Kokowai ganz gut bestehen. Das muss man auf jeden Fall sagen, aber deshalb sehen die ja auch scheiße in dem Matchup aus. Also, Yuxi nehme ich dieses Mal auf jeden Fall nicht mit, der wurde auch von Nidoking einfach weggeballert. Wird auch mir von potenziell zu vielen Abuse, das Toxic Zapdos kann immer noch kommen. Also ja, den sehe ich in diesem Matchup nicht. Also welche sechs Monster ich am ehesten auf jeden Fall sehe, sind tatsächlich Gudra, Zapdos, Stalos, Lamus. Die sehe ich zumindest defensiv gesehen als Vierer-Core als sehr, sehr stark. Sodass man dann mit einem Scarf Gardevoir und Passimian oder Alolas Nobilikat offensiv ein bisschen Druck macht. Wobei Alolas Nobilikat offensiv eigentlich auch nur zum Großteil, nenne ich es jetzt mal, auf Gengar Druck macht. Wobei ich ein paar Mons habe, die halt eigentlich nicht gerne den Knockoff kassieren, muss ich sagen. Ansonsten statt Steelix, wie gesagt, kann auch ein Nidoking kommen. Das wäre quasi die offensive Variante. Der Tapu Koko Check nochmal offensiver. Und ansonsten bin ich mir halt unsicher, Passimian ist potenziell halt offensiv im Mon, das getradet werden kann. Lamus muss eigentlich fast schon irgendwie reinfitten, weil ansonsten ist das Team irgendwie Mamo-Weak. Also ja, was ist der Gameplan heute? Wir gehen gleich mal in mein Team rein. Der Gameplan ist, wir wollen ihn offensiv einfach überwältigen. Wir spielen 4 offensive Mons, 2 defensivere Mons, so wie ich es eigentlich gemerkt habe, was, glaube ich, mit dem Team sich am besten anfühlt, im Teambuilding zumindest. Am liebsten spiele ich eigentlich sogar fast mit 2 offensiven, 4 defensiven, also Wikimons, Balance sozusagen. Wobei ich inzwischen eher in die Richtung gegangen bin, 3-3.
Und mit dem Team bin ich bei 4 Offensive, 2 Defensive angekommen. Was momentan im momentanen Meta, glaube ich sogar, aber das Beste ist. Wir haben Timid Gengar dabei. Warum haben wir Timid Gengar und nicht Modest Gengar da? Und auf welches Mon willst du Speed creepen? Ich habe immer noch ein bisschen Angst vor dem offensiven Zapdos. Ich sag immer noch so zum Großteil Speed, also vor allem schneller als Lavados. Ansonsten Max HP, den Rest in Spit-Off oder Special Attack. Sieht immer noch echt gut gegen mich aus, meiner Meinung nach. Donnerblitz, Heatwave, Hurricane, gib ihm. Der hittet alles sehr heavy. Er muss nicht mal zwingend die Heatwave spielen. Ich finde auch, es reicht Donnerblitz, Hurricane, Toxic Roost. Gegen Landturm verliert er dann halt. Aber da kann er halt ein paar Mons einpacken gegen. Wie zum Beispiel Gudra. Gegen Gudra macht Landturm gar nichts. Ihr seht ja auch, ich habe Landturm auch gar nicht dabei dieses Mal im Matchup, weil der beim letzten Mal mir irgendwie nicht so gefallen hat. Der hat ihm auch irgendwie Openings gegeben, die ich nicht so geil fand, muss ich sagen. Aber was switcht denn Specs Gengar rein? Er switcht Viscogon rein. Punkt. Araquanid kommt noch einigermaßen gut rein, aber ansonsten Specs Shadow Ball, gib ihm. Und wie gesagt, dadurch, dass da potenziell Speedy Zapdos ist, wollte ich lieber Timid spielen, damit ich garantiert nach Alolas Nobilikat und Aerodactyl das schnellste Mann auf dem Feld bin, was nicht gescarft ist. Das klingt jetzt irgendwie dumm, weil ich zwei Mons genannt habe und einen Scarfer, aber ich denke nicht, dass Aerodactyl kommt. Ich habe jetzt mein Team nicht so krass umstrukturiert, dass es irgendwie Aerodactyl krass besser machen würde oder sowas. Ich würde sogar fast eher sagen, im Gegenteil. Weil ich finde, dass Aerodactyl halt einfach, dadurch, dass jetzt auch Weezing Galar ein bisschen mehr Openings, meiner Meinung nach, gegen das Team auch bekommen hat. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich einfach so an. Dass er gar nicht so geil sieht, wenn geil aussieht, wenn er kommt, kriege ich den eigentlich ganz gut gehandelt. Wir spielen auf jeden Fall Shadow Ball, Sludge Bomb, Psychic Dazzling Beam. Ich glaube, ich muss eigentlich nichts daran erklären. Für jedes Mon halt was zum gut hitten. Ich weiß, Zauberschein müsste man eigentlich nicht unbedingt spielen, aber ich sag, Zauberschein kann nützlich sein. Also erstens treffen wir damit Persian Alola, klar sehr effektiv, Sludge Bomb würde potenziell mit einer Damage Roll auch reichen, wenn er, ich glaube Max HP 36 Speed Def oder so bleibt übrig, wenn er Alolas Nobilikat schneller als Gengar machen will. Würde eigentlich auch komplett ausreichen, aber Sludge Bomb Psychic, da hat er jeweils eine Immunität dagegen, beziehungsweise eine Resistance, wobei hat er überhaupt eine, ja natürlich, ja, Alola Persian selbst, laber kein Dünnschiss. Hat er halt eben diese Immunitäten dagegen, was ich nicht so geil finde. Deshalb dachte ich mir, als letztes Move Dazzling Gleam passt. Ich habe überlegt, hier einen Destiny Bond drauf zu packen, aber Gengar ist in dem Matchup meiner Meinung nach nicht das Mon, welches potenziell halt dafür da ist, bestimmte Mons rauszunehmen. Und dann kann er auch fortgehen, weil der gewinnt potenziell gegen echt viel was, also gegen alles, was nicht Viscogon heißt. Klar, Zapdos Bedef kommt wieder sehr gut in den Reihen. Allerdings machen wir dem jetzt, glaube ich, mit Shadow Ball Min Damage 40%, haben eine 20%ige Chance, ihm einen Spedef-Drop reinzuzimmern. Sludge Bomb können wir auch mal drücken. Ist ein bisschen stärker sogar. Plus hat die 30% Poison-Chance, was ein Scaldburn ist. Und dann wird es schwierig für ihn. Also gerade Shadow Ball Spam sieht auf jeden Fall mega geil aus. Dann haben wir Moltres dabei. Moltres haben wir dieses Mal dabei mit Flammenwurf, Air/Slash Brave Bird und Toxic. Brave Bird ist dafür da, dadurch, dass Gudra unfassbar gut in den reinkommt, auch in Gengar, brauchte ich natürlich nochmal Moltres zum einen, um Aggie/Slash nochmal wegzubekommen, weil Shadow Sneak immer ein bisschen nervig ist. Zweitens, welchen Mon haben wir schneller als Persimmon ist, welches auch mit Air/Slash sicher killen kann. Und ich glaube, Shadow Ball one-shottet den nicht zwingend, je nachdem wie er investiert ist. Air/Slash sollte das immer tun, deshalb auch Air/Slash und nicht Hurricane wegen Persimmon, damit wir den sicher hitten. Und er kann halt nur einen Scarfer spielen und das ist meiner Meinung nach entweder Gardevoir oder Persimmon. Wen anders sehe ich jetzt nicht unbedingt. Dementsprechend, ja, wenn ich das herauskristallisiert habe, weiß ich, dass Moltres immer schneller ist. Der kann ja auch nicht von den Klebenetz affektiert werden, das ist sehr nice. Und Brave wird mit dem Attack Investment reicht aus, um ein Max HP 4 Def Gudra immer zu two-shotten, was mega geil ist, weil Gudra sehr wahrscheinlich sein Switch-In sein wird, zusammen mit Zapdos, muss man sagen, ne? Das ist natürlich halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Deshalb ist hier auch das Toxin drauf, damit hitten wir Gudra und Zapdos ganz gut, weil beide dann so ein bisschen auf den Timer kommen. Das macht es auch für Gengar wesentlich einfacher und ich kann jetzt schon mal spoilern, dadurch, dass ich keine Rocks dabei habe. Ich hätte sie unfassbar gerne dabei, aber ich habe leider auf keinem Mon den Slot. Kriege ich damit auch immer ein bisschen Chip auf die, wenn die reinkommen. Das ist halt die coole Sache. Ansonsten sind wir halt schneller als Nidoking immer. Mit Flammenwurf two-shotten wir alles, was jetzt nicht unbedingt Zapdos Slowbro Viscogon heißt. Okay, sagen wir einfach halt, ne, die Mons, die halt jetzt nicht irgendwie resistant sind oder mega bulky sind. Wir two-shotten Aggie/Slash, Nidoking, Gardevoir und Persimmon auch mit Flammenwurf und Alola Persian sowie Steelix. So, sag's halt einfach so, weil irgendwie ansonsten ist die Erklärung scheiße. Es tut mir sehr leid, ich habe ein bisschen Zeitdruck. Ich habe diese Woche echt nicht viel Zeit, weil ich muss
beide GPL-Spieltage diese Woche spielen. Ich muss zwei BRL-Spieltage vorspielen und dementsprechend muss ich vier Teambuildings machen und irgendwie jetzt gerade in meinem Kopf nochmal rekonstruieren, was meine Gedanken waren. Dadurch, dass ich halt jetzt das Teambuilding zum zweiten Mal aufnehme, ist das noch einigermaßen okay. Ich hätte hier furchtbar gerne, wirklich furchtbar gerne eigentlich noch die U-Turn für Slowbro, weil ein Airslash macht immer circa 33% Min-Damage. Das heißt, wenn wir eine U-Turn eigentlich noch drauf bekommen würden, hätten wir den Vorteil, dass wir einfach, es kann uns halt einfach schlicht und ergreifend fast schon egal sein, dass er teleportet, weil wir kriegen immer noch Chip-Damage mit den 20% und danach kommt er nicht mehr wirklich gut in Airslash rein. Jetzt bin ich allerdings am überlegen, ob es nicht trotzdem Hurricane ist. Einmal nur wegen dem Damage-Output. Ah, ja. So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und es lohnt sich auf jeden Fall, Hurricane zu spielen. Denn mit Hurricane und dem Investment, was wir jetzt haben, two-shotten wir eigentlich immer ziemlich sicher Slowbro. Und ich kann nämlich jetzt ein bisschen mehr Attack-Investment auch dafür spielen. Denn jetzt habe ich die Möglichkeit tatsächlich auch, ich habe nämlich nochmal den Bravebird-Damage gegen Pessimieren angeguckt. Und ich glaube, mit dem Damage-Output, den wir jetzt haben, machen wir auf ein ganz normales Jolly 4 Dev oder 4 Spit Dev. Persimmon 68% Chance, den zu One-Shotten. Das ist okay für mich, das nehme ich, weil die Wahrscheinlichkeit ist für mich sehr hoch immer noch, dass ich Persimmon mit dem Rocky Helmet später von Weezing angechippt habe. Deshalb ist das okay für mich. Und auch so funktioniert der Damage, den ich mit Flammenwurf mache. Ich Two-Shotte eigentlich immer zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sogar einen Komplett Max Spit Dev Iggy Slash. Des Weiteren Two-Shotte ich Nidoking. Bei Gardevoir haben wir noch einigermaßen gute Karten, da brauchen wir aber eher Orkan, da hätte mir auch der Special Attack davor nicht wirklich was gebracht. Plus dadurch, dass wir jetzt mehr Bravebird Damage machen, können wir auch Viscogon nochmal mehr Damage machen. Steelix wird selbst mit Ockerberry getushottet bei Spidef Investment und Alolas Nobilicat wird immer getushottet mit Flammenwurf, mit dem Investment, mit dem ich rechne. Deshalb ist das, denke ich, das beste Moltres Set, was wir hier bringen können. Dann haben wir noch Crawdaunt dabei mit Mystic Water, Knockoff, Krabhammer, Aqua Jet, D-Dance. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir ein Bandit-Set. Dieses Mal haben wir das D-Dance-Set, denn mit D-Dance, sobald wir einen rausbekommen, sind wir immer schneller als Nidoking. Das heißt, alles, was Nidoking Speed hat oder drunter geht, also Max Nidoking Speed, was auf 150 kommt, sind wir schneller und schallern alles an die Wand. Das bedeutet, wir würden auch einen Bulky Zapdos Hops nehmen, was sehr cool ist. Mystic Water hilft uns, dass unser Aqua Jet mehr Damage macht. Mit Knockoff Two-Shotten wir auch immer ein Fist of Slowbro, was super cool ist. Wenn da die Cobra-Lore wieder kommt, wir machen halt gegen alles unfassbar geilen Damage. Und also, Crawdaunt soll dieses Mal wirklich das machen, was er beim letzten Mal nicht gemacht hat. Ich hoffe, dass es dieses Mal klappt. Ähnlich soll das Mamo auch machen, genauso wie Crawdaunt physisch breaken. Wir haben erst zwei spezielle geile Breaker, jetzt zwei geile physische Breaker eigentlich. Wobei, Moltres zählt eigentlich schon fast eher zu Mixed. Wir haben Soft Sand Mamo dabei. Soft Sand Mamo hat den Vorteil, dass ich von Life Orb keinen Damage bekomme. Und Zapdos, wenn es nicht offensiv ist, wird wahrscheinlich versuchen, Toxin auf Mamo zu bekommen. Und da Mamo meine Electric Immunity ist, kann es durchaus sein, dass ich den mal reinzimmer. Wir spielen EQ, Icicle Crash, Ice Shard und Knockoff. Knockoff will ich deshalb vor allem spielen und nicht Stoneage, was ich anfangs drauf hatte, weil ich Aegislash im Ticken mehr sehe als Araquanid. Beziehungsweise ich Araquanid auch nochmal einen Ticken besser handeln kann, glaube ich. Denn die Sache ist die, dass ein Erbelune Aegislash auch nicht komplett unwahrscheinlich ist, weil dadurch kann er halt den dann reinwerfen und ist ein guter Mamo-Check, gerade fürs Late-Game, wenn er sich den aufhebt, wenn ich versuche, okay, Mamo, komm, du musst jetzt nochmal schön was wegbreaken, dann hat er den und das ist leider ein echtes Problem, weil dann muss ich, wenn ich keinen Knockoff habe, müsste ich Stoneage oder Icicle Crash halt klicken und auf den Flint spielen. Der ist nicht ganz so geil, deshalb ist Knockoff nochmal ganz nett, plus kriegen wir damit von Slowbro vielleicht die Cobra Berry, wenn er sie hat, relativ früh weg. Und ansonsten böllert er halt, das Max Speed soll mit Gardevoir, Viscogon und Persimmon potenziell in Speed High gehen, was eine coole Sache ist. Und gerade gegen die drücke ich, also gegen Gardevoir und Persimmon drücke ich ja eh Erdbeben, da ist nochmal ein bisschen extra Damage geil. Gegen Steelix nochmal ein bisschen extra Damage ist auch geil, Persian Alola. Also, das Ding ist halt, ich kann eigentlich immer EQ klicken, weil Aerodactyl wird wahrscheinlich nicht kommen und Zapdos hat immer die Schwierigkeit, okay, ich komme jetzt rein, aber wenn ich nicht offensiv bin, kriege ich Icicle Crash ab und das ist nicht so geil. Ich frage mich immer noch, warum ich den letztes Mal nicht dabei hatte. Ich hasse mich dafür, weil ich dachte irgendwie, Switch-Ins spielen zu müssen, aber wir gehen dieses Mal relativ offensiv an die Sache ran. Wir spielen hier auch wieder, was heißt wieder, ich glaube beim letzten Mal habe ich aber mein Mamo-Set erklärt gehabt. Wir spielen auf jeden Fall Oblivious, weil ich nicht möchte, dass das Gardevoir mein Thick-Fat kopiert, sodass ich Ice Shard weniger Damage, also dass das Gardevoir weniger Ice Shard Damage bekommt. So. Und ansonsten gibt es zu dem Mamo-Set eigentlich nicht groß was zu erklären, weil der Split ist jetzt, glaube ich, nicht die größte Kunst der Welt. Dann haben wir mal wieder AV Savelli dabei und ich liebe es immer, wenn ich meinen AV Savelli mitnehmen kann.
Ey, wie ist der egal, vor allem wenn der Gegner gefühlt kein Knockoff spielen kann, weil das Passimian eigentlich Close Combat, Iron Head, Rock Slide, U-Turn spielen muss. Ja, Silvelli ist auf jeden Fall der Guard War Switchin. Wir brauchen was, um was da reinzuwerfen. Wir brauchen auch was in Nidoking, deshalb auch das physisch-defensive Investment, damit Psyshock mich nicht two-shotten kann. Specs Damage bin ich mir gerade unsicher, wie es damit aussieht, muss ich gestehen. Aber er kann halt auch Fokusstoß spielen oder sogar Trick, dann kriegt er DAB. Wobei Trick nicht so schlimm wäre, weil dann wäre er nicht mehr gescarft und eigentlich muss er auf Guard War gefühlt den Scarf behalten. Vor allem, wenn Alola Persian weg ist und Gengar dann noch dasteht. Ansonsten, wir haben Multi-Attack, damit two-shotten wir eigentlich Guard War natürlich, Gudra auch. Donnerblitz ist natürlich noch für das Slowbro da. Flammenwurf müssen wir spielen, damit Aegislash kein Sub gegen uns bekommt. Und dann haben wir noch die U-Turn vom Momentum, weil ich habe nicht wirklich einen anderen Move noch gebraucht. Und Momentum ist halt immer geil. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie eine andere Coverage-Option bräuchte. Aber Ice Beam und Multi-Attack nehmen sich gar nicht mal so viel, muss man sagen. Und mit gar nicht mal so viel meine ich, die nehmen sich gar nichts. Deshalb ist Multi-Attack auch so ein geiler Step-Angriff auf dem. Ja, ich glaube, sehr viel mehr muss ich zu dem auch nicht sagen. Wie gesagt, der Attack und der Special Attack sind so ausgelegt, dass wir eigentlich die meisten Mons auch potenziell two-shotten, beziehungsweise den Sub brechen. Für Slowbro halt das Drittel Damage, was ich immer haben will, mindestens, um den Regenerator zu umgehen quasi, will ich haben. Eigentlich will man ja immer ein bisschen mehr als ein Drittel und der T-Bolt Min Damage ist halt, glaube ich, ein Drittel, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube, der ist sogar mehr. Und dann haben wir nochmal eine U-Turn zum Nachsetzen. Flammenwurf brauchen wir ansonsten halt, um Sub zu brechen. Gegen Zapdos machen wir nicht wirklich viel. Wir spongen einen Angriff, drücken U-Turn. Also wir pivoten halt mit dem Teil gegen Zapdos. Gegen Gardevoir könnte man überlegen, Multi-Attack zu klicken. Das Nervige ist halt einfach nur Zapdos Statik, weil ich habe gar keinen Bock, ein Match zu verlieren, weil ich die ganze Zeit irgendeine Kack-Fullpara bekomme, weil langsam reicht es mir mit so kleinen 20%-Zahlen-Dingern. Die gehen mir langsam ein bisschen auf die Nerven, muss ich gestehen. Ja, ansonsten, ja, ist halt für die speziellen Mons primär da. Fängt auch physische Attacken noch ganz gut ab. Ist halt einfach ein Geiler, ne? Ist halt einfach ein Geiler. Zum Schluss haben wir noch einen Weezing Galar mit dem Rocky Helmet dabei und Schwebe, damit ich halt in Bodenattacken ganz gut reinkommen kann. Wir haben Knuddler, Fireblast, Toxic und Defog auf diesem Set. Wir machen nicht wirklich was gegen Nidoking, wir drücken halt Fireblast, sehr viel mehr nicht. Primär ist aber auch von dem auch einfach die Aufgabe, Viscogons Drachenattacken abzufangen, beziehungsweise von Viscogon allgemein ein paar Moves abzufangen. Persimian vor allem zu checken, sowie Araquanid und Aerodactyl, falls es doch kommt, zu checken. Wir kommen in Alolas und Bilicat eigentlich ganz gut rein auch. Und Rocky Helmet Damage finde ich auf allem sehr, sehr geil. Wir haben ansonsten noch das Toxin für Zapdos, weil Zapdos eben Mon ist, das gut reinkommen kann. Und wir spielen Knuddler, weil wir damit Gudra eigentlich immer sicher two-shotten, genauso wie Gardevoir. Und ich glaube sogar Araquanid auch. Mit dem Knuddler können wir, glaube ich, Persimian nicht one-shotten. Allerdings, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass ich einmal Rocky Helmet auf den drauf bekomme. Und dann reicht Knuddler aus. Deshalb Rocky Helmet ein geiler. Ansonsten Fireblast logischerweise für das Aegislash. Der dürfte auch eigentlich immer ausreichen. Und ich musste halt auf dem Set Defog mitnehmen. Weiter liegen Webs und ich habe gar keinen Bock, dass Webs mich so enorm unter Druck setzen wie Present letzten Spieltag. Ich meine, bei mir ist es nicht ganz so schlimm. Wobei auch für Gengar und Mermo ist es schon nervig, gerade weil ich mit Mermo effektiv in Speed mich dazu entschieden habe, in Speed-Tiles potenziell reinzugehen. Und da ist das dann nicht ganz so geil. Und ich würde sagen, damit haben wir jetzt das Team. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Teambuilding jetzt im Endeffekt geworden ist. Wahrscheinlich ein Ticken kürzer, weil ich habe relativ viel gekalkt währenddessen. Tut mir leid, wenn es halt ein bisschen kürzer ist oder so. Ich denke, das ist von der Zeit aber immer noch komplett okay. Wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit die Woche. Ich gucke nochmal kurz nach wegen dem Weezing Galar Damage gegen Aegislash. Der stört mich noch ein bisschen. Also entweder schneide ich jetzt noch was am Ende rein, ansonsten wird das Set so bleiben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, bye bye.